Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Partymaker. Wir haben ja noch einige Aufgaben zu erfüllen. Mir ist aufgefallen, dass die Regale sich hier so langsam füllen. Ich weiß nicht, ob unten auch was reinkommt oder ich glaube aber nicht. Aber so langsam füllen sich auch die Regale. Finde ich schon irgendwie nice. Kommt hier auch irgendwas dazu? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Okay, gut. Also der nächste Auftrag ruft auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz auf den Computer. Wir haben Sommerfest mit einem Partybudget von $25.000. Hallo, kannst du mir bitte helfen, das Sommerfest in meinem kleinen Dorf in Oklahoma zu organisieren? Na klar, können wir. Wir schauen aber jetzt erst einmal noch, was wir hier noch freischalten können müssen. Weil das ist ja wieder alles auf ungelesen. Ergänzungen von zu Hause für 3.000. Ach so, das können wir nicht. Okay, alles klar. Dann lassen wir das mal. Ansonsten haben wir ja alles. Okay, gut. Sommerfest. Beginnen. Level beginnen. Ja, sicher. Sicher. Machen wir doch. Der Ladescreen dauert halt immer ewig, deswegen schneide ich den meistens raus. Okay. Na dann. Da kann ja nichts schief gehen. Okay. Aufjagen müssen wir ja nicht, also ist mir der Hirsch West. Sprich mit Bob. Was ist das denn? Willst du an einem Rennen teilnehmen? Finde zuerst den Traktorschlüssel. Aha. Man kann ja an dem Rennen teilnehmen mit dem Traktor. Okay. Nice. Ach, ihr haut ab vor mir, ne? Okay. Na dann sprechen wir halt erst einmal hier mit dem Farmbesitzer, aber ich muss echt sagen, dass ich die Lautstärke der Effekte mal ein bisschen runterdrehe. Die Musik habe ich nur ein bisschen angemacht, ne? Jo, bitte akzeptieren. Schauen wir mal. So ein bisschen gartenzwergmäßig, oder? Und Marionette so wie. Alles klar. Hallo, was machst du denn hier? Oh. Oh, I heard about you, alright. Amanda told me you're a keeper. Sure, you see, kid. That's how business goes up in here. I reckon you try to show me you got the brawn to put up a summer fair, ain't ya? Well, listen here, Susie. You need to put them pigs into the barn first. If you do that, we'll put up a tractor race, see who's better. That okay. Is, kid. Don't stand like a pioneer in the grid. Man up, get some working done. Repariere den Pferd, alles klar. Oh, meine Herren. Okay. Den hier soll ich reparieren, alles klar. Ich dachte, ich bin Partymaker. Muss ich hier irgendwas sauber wischen? Nee. Muss ich irgendwas wegsaugen? Die Sachen zum Beispiel. Okay. Dann schauen wir mal. Bohrer. Gleich haben wir es. Nicht genug Materialien, aye. Okay, wir müssen ein bisschen was einsaugen hier irgendwo. Mal schauen, wo. Da haben wir was rumliegen, oder? Nee, das ist... Okay, die Werkbank ist anscheinend nicht benötigt. So, hier ist ein bisschen Müll hier. Jawohl, alles wegsaugen.
der Map ist hier noch irgendwas. Ah, Batterien und sowas natürlich auch. Was ist damit? Die muss ich wahrscheinlich dann später reparieren. Ja, ja. Alles gut. Okay, schauen wir mal, ob es ausreicht. Ja, wir brauchen ja nur zwei Schrauben, ein Holz, also von daher passt schon. Treibe alle Schweine in den Pferch. Bleibst du dann da auch drin? Okay, ich hoffe es mal. Wenigstens laufen sie ungefähr in die Richtung, in die ich möchte, dass sie laufen. Ja doch, das passt schon. Rein da mit dir. Nimm deinen Parkplatz ein. Gut. So, eins ist noch wahrscheinlich. Nein, nein, nein. In die Richtung, bitte. Mach hinne, du Sau. Jawohl, finde die Traktorschlüssel. Jawohl, machen wir auch gleich. Jetzt schnappe ich mir nochmal den Zauger, weil ich nämlich gesehen habe, dass hier Bretter rumliegen. Und noch ein Container. Hier ist recht viel Müll. Hier in der Mitte irgendwo. Hier auch noch. Ich habe es zumindest auf dem... auf der Map sehe ich es. Da ist ein Brett, okay. Weil das sind manche Sachen, die siehst du fast nicht. Soll ich dich auch wegsaugen? Machen wir mal den Code Simulator. Goat Simulator. Ah, da liegt eine Flasche, deswegen. Okay, da liegt noch irgendwas. Boah, die, wenn du nicht genau triffst, ne? Echt übel. Okay. Ich schau mal, ob ich den Müll so weit wie möglich wegbekomme. Dass wir da keine grünen Punkte mehr auf der Karte haben. Toilettenhäuschen, okay. Nun kann ich dich auch einsaugen? Nein. Fahrrad weg, jawohl. So, hier liegt noch irgendwas. Da ist ein Buch, gerade gesehen. Neue Dekorationen freigeschaltet. Überprüfe deinen Computer. Machen wir. Was haben wir da bekommen jetzt? Bauernhofparty nicht. Oder? Irgendwas davon ist jetzt auf jeden Fall neu. Ich weiß es nicht mehr. Blumendekoration nicht. Wahrscheinlich eher das kleine Schatz, ne? Ups. Das haben wir wahrscheinlich bekommen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich muss wahrscheinlich die komplette Scheune reparieren oder so. Jawohl, will ich mit dem ganzen Müll hier... innen drin machen wir dann später. So, hier sollen wir her. Erfinde einen Weg, okay. Ich komme da irgendwie nicht hin. Ich drück auch nicht, ne? Bei dem Ding hier.
Musik außen rum. Das kann auch sein. So eine Art Labyrinth oder so. Ich komme da nicht hin. Muss ich sie vielleicht wegsaugen? Okay. Ja. Was mache ich jetzt? Ah, doch. Es hat schon gestimmt. Das war nur irgendwie gehangen. Ah, jetzt. Okay. Jetzt. Zurück zu Bob. Irgendwie war das gehangen gerade mit dem Ding. Keine Ahnung. Sekunde. Wir gehen gleich zu Bob. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen Müll. Na komm, nimm die Flasche. Da noch Holz. Da liegt bestimmt nochmal irgendwo eine Flasche. Oder noch ein Holz, je nachdem. Da liegt noch irgendwas. Was haben wir hier? Ein Keyboard. Wieso steht der Brotofen neben dem Pferdestall? Auch seltsam, ne? So, aber hier sehe ich jetzt auf der Map nichts mehr. Hier sind noch ein paar Kleinigkeiten irgendwo. Da, Flasche. Holzbalken. Manche Sachen erkennst du gar nicht richtig, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Sachen nehmen kann, aber ich denke schon. Ja, finde die Instrumente. Ich meine, da habe ich auch schon eins gesehen. Ach, da ist eine Flasche. Echt übel. Die siehst du fast nicht, ne? Ach, und da liegt auch eine, okay. Dann haben wir die schon mal weg. Hier liegt noch irgendwas. Okay, das sind Stoffe. Das Altmetall ist immer Schrauben. Okay. Mit Bob brauchen wir jetzt gar nicht mehr sprechen, ne? Wir brauchen nur die Instrumente irgendwie. Dann gehen wir mal da noch mit rein. Vielleicht sind ja doch noch Instrumente hier drin. Alles weg. Was für ein Supersauger, hä? Ganze Regale und Couchgarnituren saugt das Ding weg. Ah, da haben wir noch ein Instrument. Sind es dann alle? Aber Ringe habe ich noch keinen einzigen, ne? Ich bin ja mal gespannt. Können wir da aufmachen? Hups! Gleich nochmal reingucken. Nice. So. Ah, da ist noch eine Gitarre. Okay, Sekunde. Ich sauche erst einmal noch den ganzen Mist hier weg. Und irgendwo ist bestimmt noch ein Instrument, oder? So, irgendwo ist noch ein Abfall. Vielleicht da oben drauf? Ich denke mal, dass wir die komplette Scheune hier reparieren müssen. Kommt man da hoch? Ja, wenn das Huhn da hochkommt, ne? Okay, aber hier ist nichts. Außer hier ganz oben könnte ich mir vorstellen, dass Ringe sind. Ups, nicht runterfallen.
keine Ringe? Also ich hätte es jetzt echt vermutet, ne, dass hier Ringe sind. Na, das wird interessant. Ah, da ist nochmal ein Schlagzeug. So, jetzt haben wir alles, ne? Reparierte die Bühne. Wie weit komme ich denn hier raus? Weil, wenn die Ringe vielleicht außerhalb sind, das wäre natürlich fies, ne? Ja, tatsächlich, da vorne sind welche. Kann ich denn da gehen? I see it, Kid. I may sound too twang, but I got my evil eyes on you. Keine Ahnung, was du jetzt gesagt hast. Du hast einen ganz komischen Dialekt. I see it, Kid. I may sound too twang, but ah, I got my Ringe. Evil eyes on you. Ich verstehe dich trotzdem nicht, auch wenn du es wiederholst. Ach nee, das sind Raketen. Raketentechnik. Na, ich bin ja mal gespannt, wo ich die noch finde. Also er meckert halt dann immer. I see you, Kim. I may sound too twang, but I got my evil eyes on you. Ah, da. Wegsaugen? Nein. Das saugen wir nicht weg. Aber wir nehmen uns die Ringe. Damit haben wir schon mit zwei. Ins Wasser können wir nicht. I see you, Kim. I may sound too twang, but I got my evil eyes on you. I see you, Kim. Ja, ist ja gut. I may sound too twang, but I got my evil eyes on you. Ich muss ja nur wissen, wo die Grenze ist. Du musst es 1000 Mal sagen. Ah, da haben wir dann die dritten. Okay, die sind dann echt übelst versteckt, ne? Ja, Glückwunsch, dass deine neue Belohnung in deinem Büro freigeschalten. Habe ich jetzt einen Huhn auf dem Tisch? Alter. Okay, also. Ja, ich bin vor allem mal gespannt, wie das Rennen hier abläuft, weil den Parcours, wenn ich mir hier anschaue, ne? Mal gucken. So, reparieren wir erst einmal hier die Bühnski. Also man findet auf jeden Fall genügend Material, vermute ich mal. Dass man wirklich immer reparieren kann. Okay, die sind nice. Vor allem dieser komische Gorilla da. Na, Halloween, oder wie? So, gesammelte Ringe haben wir. So, mit dir soll ich jetzt quatschen, oder? You did it, Kid, Kid. You're part of us folks now. You threw one hell of a party, you hear? Nehm die Schutzkopfhörer aus dem Van. Ja, bei der Musik wahrscheinlich muss ich das machen. Schnapp dir die Hand aus dem Schnellmenü. Mit Linksklick setzt du die Kopfhörer auf. Okay. Richte Dekorationen ein, setze den Tieren Kopfhörer auf. Okay. Na, Hauptsache euch geht's gut. Dass euch das nicht zu laut ist hier. Schade, ich hoffe, ich sehe es. Ja, da vorne. Bei dem Huhn sehe ich es auf jeden Fall ein bisschen besser. Schön.
Vorne ist auch ein Tier, okay. Ja. Komme ich da drüber? Ja. Und gerade mal 45% des Opferlamm. Jetzt haben wir 55, okay. So. Hallo. Es taucht immer wieder mal auf und verschwindet aber sofort wieder. Jetzt halt. Gut, dann haben wir das Pferd noch. Jawohl, erstelle deine eigene Show. Ich soll meine eigene Show erstellen? Ich dachte, wir machen hier ein Rennen noch. Ich schau noch mal hin. Aha. Fast Johnny, Uncle Ross, Kenny Rogers. Ach doch, das bin ich hier. Oder wie? Nee. Ich fahre ja keinen großen Traktor, ne? Top-Zeiten, okay. Beginnen zurück zum Spiel. Doch, das soll ich sein. Wenn dann blau. 1,17 ist die Bestzeit, okay. Kommt es drauf an, wo wir hinfahren müssen, ne? Checkpoint 4. Die haben dann einen eigenen Parcours aufgebaut. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Okay. Ach. Yes, Vollgas. Nummer 9. Ob man das schaffen kann überhaupt? Aber gucken wir mal. Wenn ich vielleicht wenigstens Onkel Bob schlagen könnte, wäre es doch schon toll. Und das Ziel, oder? Yes. Wir haben... Schlag Onkel Bobs Zeit. Den habe ich doch geschafft, oder? Habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Ich glaube schon, ne? Ist egal. Ist egal. So, erstelle deine eigene Show. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt dieses Ding hier reparieren? Jetzt kann er ja nicht mehr auf dem Klo hocken, ne? Hä? Ich dachte, du stehst da auf der Bühne. Hallo? Hallo? Klopf, klopf. Okay, schauen wir mal. Aha. Repariere die Scheune, da steht's laut und deutlich. Ist das ein Huhn da oben? Okay. Ja, die Scheune müssen wir schon reparieren vorher. Hier ist noch das da. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch hoch aufs Dach, ne? Mal, da hüpfe ich wieder von hier aus. Hoffentlich habe ich genug Material. Ey, das schlotzt mir ganz schön was weg hier.
Was ich halt echt schade finde, ist, dass man nicht mehr daherkommen kann. Okay, wir haben 91% der Scheune repariert. Dann ist wahrscheinlich innen noch irgendwas. Ja. Gut. Geschafft haben wir es. So, reinige den Boden in der Scheune. Oh yes. Der Teppich muss noch weg. So. Dann saugen wir erst einmal das Ding hier noch weg. Da draußen ist aber hier ist auch noch irgendwas müllmäßig. Ich weiß bloß nicht was. Hier wieder irgendwie eine Flasche rum oder sowas. Nee, es muss hier irgendwo sein. Da, wo das Huhn ist. Vielleicht ist das Huhn der Dreck. Nee, das da ist auch nichts. Oh, warte mal, vielleicht muss die runter. Nee. Komisch. Aufmachen kann man die nicht, ne? Nee. Okay, nice. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Da habe ich auch noch irgendwie einen Dreck oder so. Okay, gut. Also Anforderungen haben wir ja deutlich da stehen, ne? Mit 2000 Dollar, 1000 und 2000 Dollar. Wir haben insgesamt 25.000 Budget. Das heißt, ich würde mich drum kümmern, dass wir auf jeden Fall diese Anforderungen erfüllen, die da rechts oben stehen. Ja, mal gucken, wie es läuft. So, jedenfalls hoffe ich, dass euch der Part heute gefallen hat. Was ist da vorne für ein Pfeil? Ach so, das ist das Feuerwerksding, oder? Könnte es sein? Wäre möglich. Wir werden es uns anschauen dann beim nächsten Mal. Genau. Ich hoffe jedenfalls, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!